Die Türkei hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Meerengen Bosporus und Dardanellen verboten. Ankara beruft sich dabei auf den 1936 geschlossenen Vertrag von Montreux, der die Durchfahrt von Schiffen durch türkische Meerengen regelt. Die Ukraine hatte die Türkei in der vergangenen Woche um diesen Schritt gebeten, um russischen Schiffen den Zugang zum Schwarzen Meer zu versperren. Sowohl die Türkei als auch Russland und die Ukraine sind Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Die Meerengen Bosporus und Dardanellen verbinden das Schwarze Meer mit der Marmarasee und der Ägäis. Wir haben immer wieder gesagt, dass wir dafür sind, die Souveränität der Ukraine zu respektieren, ihre politische Integrität und ihre territoriale Integrität. Wir halten Russlands Angriff auf die Ukraine für inakzeptabel. Wir begrüßen den Kampf des ukrainischen Volkes und der Regierung. Das NATO-Mitglied Türkei hat in den vergangenen Jahren immer wieder die engen Beziehungen zur Ukraine hervorgehoben und die russische Annexion der Krim scharf verurteilt. Zugleich wird Präsident Erdogan ein gutes Verhältnis zu seinem russischen Kollegen Wladimir Putin nachgesagt. Ankara und Moskau stärkten in den vergangenen Jahren ihre Handels- und Verteidigungsbeziehungen. Lass uns über Getreide reden, lass uns über dieses erste Schiff sprechen, das Odessa verlassen hat. Wie laufen diese Kontrollen jetzt konkret ab? Wer kontrolliert wen, wann, wo? Denn man vertraut sich nicht. Und so wie ich das verstanden habe, werden diese Kontrollen auch noch im Schwarzen Meer stattfinden, rund um den Bosporus. Also da wären dann die Türkei, die Ukraine, die Russen und die Vereinten Nationen. Das Misstrauen ist riesengroß. Und es besteht ja von russischer Seite der Verdacht, dass die Schiffe, wenn sie zurückkommen, also leer sind, Waffen in die Ukraine bringen könnten. Und es besteht von Seiten auch der Vereinten Nationen und vor allem auch von Europol der Verdacht, dass die Ukraine Waffen auf dem Schwarzmarkt verkaufen könnte, also rausbringen will aus der Ukraine zusammen mit dem Getreide. Da gab es in den letzten Wochen ja auch viel Diskussionen, dass es tatsächlich möglich ist, dass vereinzelt Waffen, die der Westen liefert, von korrupten Soldaten, korrupten Behörden, wem auch immer, auf den Schwarzmarkt gebracht werden könnten, in die Hände von Terroristen gelangen könnten oder in die Hände der organisierten Kriminalität gelangen könnten. Und das soll verhindert werden. Und deswegen muss es eine umfassende Kontrolle von allen Seiten geben. Bodycam-Aufnahmen von russischen Marinesoldaten zeigen, wie die Einheit den türkischen Frachter Sukru Okan im Schwarzen Meer entert. Das Video soll vom 13. August stammen und wurde jetzt vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. And listen to me. Okay. What is the captain? This is captain. Speak English. Yes, I am speaking English. Yes. Good day, sir. I am Russian Navy officer. My action will be recorded on the video. Please don't shoot my group on video. Das unter palauischer Flagge fahrende Handelsschiff hatte angeblich nicht auf eine Aufforderung zum Anhalten reagiert. Darum. Daraufhin hatte das russische Patrouillenschiff Wassili Bykow Warnschüsse abgegeben. Ein beispielloser Vorfall dicht vor der türkischen Küste. Der Beschuss eines Handelsschiffs hatte die ohnehin schon große Besorgnis über die Gefahren einer Eskalation im Schwarzen Meer verstärkt. Hier verläuft die Hauptroute, die sowohl die Ukraine als auch Russland nutzen, um ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu exportieren. Russland hatte im Juli eine Vereinbarung nicht verlängert, die es der Ukraine erlaubt hatte, ihr Getreide über das Schwarze Meer zu transportieren.
Also das ist ja ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Russland will ja auch dadurch mehr Exportmöglichkeiten bekommen. Es sollen bestimmte Maßnahmen gegen das Land aufgehoben werden. Man will auch Getreide exportieren. Es geht auch um Düngemittel und Ähnliches. Und da ist sozusagen jetzt der Westen am Zug. Das wird jetzt eingefordert. Groß ist der Druck auf den Westen, möglicherweise doch in einem Kompromiss Putins Forderungen zu erfüllen, um eben die Schwarzmeerroute wieder öffnen zu können, beziehungsweise befahrbar machen zu können? Das Problem ist, einige dieser Forderungen, die Russland stellt, die gibt es so gar nicht in Gegenleistung. Also es gibt zum Beispiel keine Sanktionen auf russische Agrarprodukte. Deshalb würde ich auch sagen, er schiebt das in erster Linie auf, um den Deal an sich zu behindern. Russland warnt nun, dass alle Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, als potenzielle Kriegsziele angesehen würden, weil sie Waffen transportieren könnten. Ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat die Warnschüsse auf einen Frachter im Schwarzen Meer nahe der ukrainischen Küste scharf verurteilt. Es handelte sich um eine klare Verletzung des internationalen Seerechts, einen Akt der Piraterie und ein Verbrechen gegen zivile Schiffe eines Drittstaates in den Gewässern eines anderen Staates, schrieb Berater Michailo Podoljak auf der Kurznachrichtenplattform X, vormals Twitter. Russland hatte am Sonntag erstmals im Schwarzen Meer außerhalb ukrainischer Gewässer Warnschüsse auf ein ziviles Schiff abgegeben. Inspekteure seien mit einem Hubschrauber auf dem Schiff abgesetzt worden. Nach der Untersuchung habe es seine Fahrt fortsetzen dürfen. Der Vorfall könnte die weltweiten Getreidepreise weiter in die Höhe treiben. Russland und die Ukraine. Drei Frachter haben sich offenbar dem russischen Durchfahrtsverbot auf dem Schwarzen Meer widersetzt. Das Getreideabkommen, das bisher Durchfahrten ermöglichte, war Mitte Juli ausgelaufen. Die drei Frachter sollen laut dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes das Gewässer durchfahren haben, um den Donauhafen Ismail anzusteuern. Dort dürfen die Frachter mit Getreide beladen werden, bevor sie wieder über das Schwarze Meer ins Ausland fahren. Die Transponder der drei Frachter waren während der gesamten Fahrt eingeschaltet, ihre Position somit sichtbar. Russische Schiffe intervenierten jedoch nicht. Das könnte darauf hinweisen, dass die russische Marine entweder nicht eingreifen wolle oder nicht in der Lage sei, die Schiffe wie angedroht zu stoppen, heißt es aus dem Institute for the Study of War. Außerdem wurden die Schiffe von mehreren Aufklärungsflugzeugen der NATO eskortiert. Es ist die Frage, wie reagiert man darauf? Was die Eskorte von Frachtschiffen aus Odessa angeht oder aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen, da hat die USA, da hat die Türkei schon abgewinkt. Machen sie nicht. Neutralitätspatrouillen, um den rumänischen Schiffverkehr zu schützen, das könnte durchaus drin sein. Und da ist es natürlich so, es gibt Binnenwasserkanäle Richtung Rumänien, an die Donau. Da kann man natürlich dann auch Getreide verschieben und dann in Rumänien verladen und dann international verschiffen. Das würde natürlich ein bisschen helfen und die Lage etwas entspannen, aber dafür ist vor allen Dingen eine amerikanische Marinepräsenz und starke Marinepräsenz anderer NATO-Staaten im Schwarzen Meer auch wirklich notwendig. Das Getreide soll nun vor allem über alternative Routen exportiert werden, über Flüsse, mit dem Zug oder auf der Straße. Ein kompliziertes Unterfangen. Doch man sei vorbereitet und könne das gesamte Getreide mit Hilfe der EU aus der Ukraine ausführen, so der EU-Kommissar für Landwirtschaft. Das Problem, der Transport über die alternativen Handelsrouten ist deutlich teurer. Es besteht das Risiko, dass Russland von der Situation profitiert, da es billiger ist, russisches Getreide zu kaufen, als das aus der Ukraine. Russland wird sein Getreide auf dem Weltmarkt günstiger anbieten können. Hinzu kommt, dass 5 EU-Länder bis Ende September die Einfuhr von Getreide aus der Ukraine verboten haben, darunter Polen und Tschechien. Man befürchte, dass die heimischen Märkte darunter leiden. Dass bis zu 55 Millionen Tonnen Getreide könnten in den nächsten 12 Monaten in der Ukraine bereitstehen. Um alles zu exportieren, müssten rund 4,5 Millionen Tonnen pro Monat ausgeführt werden. Bisher lag der Schnitt aber nur bei 2 bis 3 Millionen Tonnen monatlich. Und da waren die Seewege noch offen.